Es geht darum, dass wir uns anschauen, wie Markus das Evangelium aufbaut. Und er stellt das Evangelium vor. Das Evangelium ist von Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus ist nicht weniger als der Sohn Gottes. Und Markus sagt, was die gebührende Reaktion darauf ist, auf diese Wahrheit. Und er sagt, dann müssen wir an ihn glauben. Er sagt nicht nur, dass wir an ihn glauben sollen, sondern er zeigt auch, was dieser Glaube bedeutet. Und diese ganze Thematik des rettenden Glaubens wird im Markus-Evangelium aufgezeigt und entfaltet zwischen Glaube und Unglaube. Und also was ist wirklich Glaube und was ist Unglaube in dieser ganzen Spannung? Und was noch interessanter ist und vertiefender ist, diese Thematik von Glaube und Unglaube wird anhand von vier Gruppen deutlich gemacht. Da ist zu einem die Jünger selbst. Und Markus zeigt, wie dieser Glaube oder wie der Unglaube zum Glauben wird. Und das ist ein Prozess. Es ist ein Weg, den Jesus mit seinen Jüngern geht. Und wie selbst die Jünger permanent eigentlich ungläubig sind. Wie sie immer wieder selbst zweifeln, wie sie selbst kein Verständnis haben und keine Erkenntnis haben, wer eigentlich der Sohn Gottes ist, wer Jesus eigentlich wirklich ist und wie Jesus sie da Stück für Stück hineinnimmt und letztlich auch dahin bringt, dass sie ihn erkennen und dass sie seine Jünger werden. Also das ist der Glaube zwischen Jesus Christus, zwischen Unglaube und Glaube, wird uns an einer Gruppe von Jüngern aufgezeigt. Und das positiv, das heißt, da gibt es Hoffnung, dass man aus der Dunkelheit, aus der Finsternis, aus Unglauben ins Licht, in den Glauben hineingeführt wird. Und zwar durch Jesus selbst, das tut er an seinen Jüngern. Dann ist eine Gruppe da, das ist das Volk Gottes. Immer wieder ist die Rede von der Volksmenge, es ist immer die Rede von den vielen, die da sind. Und da findet sich ebenfalls, da findet sich Glaube wie Unglaube. Es gibt welche, die zweifeln, es sind viele Menschen immer da. Aber er vertraut sich ihnen nicht an, denn sie kommen und folgen ihm in erster Linie nicht, weil sie ihn erkennen, sondern einfach, weil sie davon profitieren. Und sei es nur, dass der langweilige Alltag mal interessanter wird. Da passiert halt einfach. Da ist jemand da, der hat eine Vollmacht. Und wenn er da kommt, dann flippen die Dämonen aus. Das ist schon interessant. Und vor allem, sie gehorchen auch ihm. Und er tut Zeichen, Wunder. Und man kriegt auch was zu essen, man kriegt was zu trinken. Also es lohnt sich, da mal mitzugehen. Und so gibt es viele Neugierige, die da einfach auch mitlaufen und die Volksmenge wächst. Und nur weil es wächst und viele dabei sind, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist. Bei uns ist oft so, wir denken, dass die Größe immer die Richtigkeit bestätigt. Wenn da viel ist, dann muss es richtig sein. Wenn da viele sind, dann muss es auch richtig sein. Und wenn etwas wächst, dann muss es schon allemal richtig sein. Und was klein ist, das kann dann nicht richtig sein. Und ich möchte euch ermutigen, aber auch, es war eine Ermutigung für mich, Größe ist nicht automatisch richtig. Klar, natürlich, alles was lebt, es wächst. Aber das Wachstum wird anders definiert und vor allem das geistliche Wachstum wird anders definiert. Ich habe das irgendwo mal gehört, das ist bei mir sitzen geblieben und das stimmt aber auch. Und zwar folgendes, die Friedhöfe wachsen auch, gell? Und das heißt, es ist noch lange nicht Leben. So, nicht alles, was wächst, ist automatisch richtig und auch automatisch lebendig. Von daher, das wird am Volk deutlich, ja, eine Volksmenge, die Jesus immer wieder begleitet haben und es waren immer viele, die dabei waren, aber nicht alle, die dabei waren, haben das wirklich auch erlebt und haben Jesus wirklich erkannt und auch wirklich an ihn geglaubt. Das wird uns im Markus-Evangelium aufgezeigt. Dann gibt es also die Jünger und das Volk wird gegenübergestellt. Dann werden zwei andere Gruppen gegenübergestellt, und zwar die Juden und die Heiden. Die Juden eigentlich, die eigentlich das Volk nach dem Fleisch ist, aus dem Jesus kommt. Die als Erste die Weisung bekommen, die als Erste das Alte Testament bekamen. Sie kannten die Propheten, sie kannten die Schriften, die sind als mit Klein darin aufgewachsen. Die kannten die ganzen Geschichten. Und dann kommt Jesus und sie erkennen ihn nicht. Im Gegenteil, sie hassen ihn. Und sie schmieden permanent Komplotte, um ihn irgendwie beiseite räumen zu können. Bis letztendlich sie zu dem Entschluss kommen, wir müssen ihn töten. Sein eigenes Volk verstößt ihn. So beginnt Markus, und ich zeige es euch das gleich. Und auf der anderen Seite sind da Heiden. Und sie übergeben Jesus sogar den Heiden und sagen, töte ihn.
wollen es nicht mal selber sich die Hände schmutzig machen, lassen sich von den Heiden töten. Und wisst ihr, wer am Ende gläubig wird? Ein Heide. Ich zeige es euch das auch gleich, da steht ein Heide und sagt, oh, das ist ja wahrhaftig der Sohn Gottes. Und dieser Heide, der da am Kreuz steht, war ein römischer Hauptmann. An wen schreibt Markus? Jetzt verstehen wir, warum er diese Geschichte als letztes hinstellt. Und er zeigt, guck mal, die Seinen haben ihn verworfen. Aber wisst ihr, wer ihn angenommen hat? Wer war der Erste am Kreuz, der zum Glauben kam? Das war ja ein Heide. Und wisst ihr was? Das war sogar ein Römer. Oh, die Römer waren wahrscheinlich froh. Oh, voll gut. Fühlten sich sehr direkt angesprochen. Und so endet es in dieser Spannung zwischen Jünger und dem Volk und dieser Spannung von Juden und Heiden. Was ist der Inhalt dieses Glaubens in diesem Spannungsfeld zwischen Glauben und Unglauben? Wie gesagt, das ist der Inhalt vom Markus-Evangelium. Und ich habe euch ein bisschen auf die Reise mit hineingenommen. Ich hoffe, durch die Mittagspause ist nicht arg in Vergessenheit geraten. Was war die erste Bestätigung, die Markus bringt, um Jesus als Sohn Gottes zu bestätigen? Wer weiß es noch? Das Alte Testament, genau. So in den Propheten. Was ist der zweite Zeuge, die zweite Bestätigung, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Johannes selbst, der letzte Prophet, wunderbar. Ich bin froh, dass er sitzt. Ach, steht auch alles da. Nein, Gott, alles gut. Bis Punkt 4 könnt ihr mitmachen. So, der zweite Johannes der Täufer, der dritte, ist Gott selbst, für mich eins der gewaltigsten Zeugnis, dass der Vater selbst sich zu dem Sohn stellt und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist Wahnsinn, mit einem Ereignis, dass natürlich dieses Ereignis an einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet. Das ist alles, was man dann anschauen muss. Dass man genau, also ich mache euch nur einen Überblick. Also ich lege noch gar nicht die einzelnen Stellen euch aus, sondern ich zeige euch erstmal nur überblicksmäßig, was ist zu finden. Und dann geht man hin und dann fängt man von vorne an und dann geht man in die Tiefe. Und so ein, zwei Beispiele will ich mit euch machen. So, als nächstes kommt die Bestätigung vom Volk, dass sie merken, irgendwas ist hier anders. Es ist noch nicht die große Erkenntnis, es ist noch nicht der große Glaube, sondern die merken, das ist hier anders. Dieser Mann ist anders. Der hat eine Vollmacht, nämlich er redet nicht nur in einer Vollmacht, die wir nicht kennen, sondern dieses Reden ist begleitet mit einer Vollmacht, die wir sehen. Und zwar Dämonen sind ihm untertan. Sie äußern sich, sie merken und sie stellen sich drunter. Wenn er sagt, raus mit euch, dann sagen sie nicht, nö, keine Lust. Sondern sie müssen gehen. Sie schreien zwar, sie wehren sich, aber sie müssen gehen. Und die merken, da ist einer da, der sogar eine Vollmacht über die Dämonen hat. Das ist für sie neu. Und die Frage ist natürlich, ja, warum denn? Und dahinter steckt die Botschaft, ja, weil er Sohn Gottes ist. Sie müssen sich ihm unterordnen, ob sie wollen oder nicht. Sie müssen das. Es gab in Ephesus einen Vorfall, wahrscheinlich kennt ihr das, Apostelgeschichte, dass ein paar Söhne von den Hohepriestern auch Dämonen austreiben wollten, wie zum Beispiel Paulus es auch getan hat. Und sie kommen und sagen, raus mit euch. Und was fragen die Dämonen? Ja, wer seid ihr denn? Ja. Jesus kennen wir. Paulus ist uns bekannt, haben wir schon mal gehört. Der gehört anscheinend zu ihm. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Das ist, also da kann man auch schon sagen, weg mit dir. Ich sage, wer bist du denn? Was maßt du dir an? Hier ist einer, die trauen sich nicht und sagen, wer bist du? Du bist, sagen sie. Das ist absolut klar. Und sie kennen die Rangordnung ist absolut bekannt. Und es kommt eine Stelle in Kapitel 5, da ist einer, der ist besessen von einer ganzen Legion Dämonen. Versteht, nicht eine Legion, eine römische Legion. Und als Jesus kommt, passiert genauso. Der rennt zu ihm hin, schmeißt sich vor ihm nieder, Kapitel 5, Markus Evangelium, und sagt, Jesus, was haben wir mit dir zu schaffen vor Zeiten? Bist du gekommen, um uns jetzt schon zu quälen? Wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Die wissen ganz genau, wann Jesus kommt. Sie wissen ganz genau, was passiert. Und sagen, hey, wieso quälst du uns jetzt schon? Lass uns doch in Ruhe. Und Jesus sagt, raus mit euch.
Lasst ihn in Ruhe, den Mann. Überlegt mal, die Dämonen waren so mächtig und so kräftig, keine Kette konnte ihn halten. Keine Kette. Er zerriss alles. Er wohnte in den Höhlen und bei den Toten. Alle hatten Angst vor ihm. Als ich Zivildienst gemacht habe, habe ich für solche Anstalten und solche Institutionen wie hier habe ich Fahrdienst gemacht. Unter anderem aber auch für Behindertenwerkstätte bin ich unterwegs und habe die Kinder abgeholt oder Erwachsene, habe sie hingebracht, habe sie wieder abgeholt. Und dann rief mich die Zentrale an und sagt, Willi, wir brauchen deine Hilfe. Sie merkten, dass ich nicht ganz schwach bin, also dass ich ein bisschen Kraft habe. Und so haben sie mich immer wieder da eingesetzt, wo man jemanden lupfen musste, wo man jemanden tragen musste. Und habe ich gerne gemacht. Und dann haben sie gesagt, fahr mal dahin und hol mal da zwei Kinder ab und bring sie nach Hause. Und du musst einfach helfen, die nach Hause zu bringen, denke ich. Ja gut, so ich musste schon einige tragen und ältere ins Bad tragen oder ins Bett und so. Mir war das bekannt. Aber Kinder, dachte ich, wozu braucht ihr mich? Mal fahre ich halt hin. Ich komme rein, ich komme in den Raum rein und die Kinder werden gerade angezogen, mehrere. Und dann sehe ich, zwei Kinder werden gerade angezogen. Ich komme rein, komme ihnen entgegen und in dem Moment fangen sie an auszuflippen. Wirklich auszuflippen. Und die Erzieher merken das und sagen, gehen Sie raus, gehen Sie raus, gehen Sie raus. Da habe ich mir nichts gedacht, ich habe sie noch nicht mal genau angeguckt. Auf jeden Fall war es sehr unruhig. Bin ich wieder raus und sage, warten Sie draußen. Ich warte draußen, das hat ein bisschen gedauert. Und dann kommen sie raus und dann sehe ich diese beiden Kinder, die haben keine Augen. Also die Augen sind die sind komplett vernarbt und sind so dünn. Ein Junge und ein Mädchen. Sind dünne. Aber sie werden geführt und ein Kind wird vorne hingesetzt, der Junge, und das Mädchen wird hinten gesetzt und dann sagt der Pflege zu mir, setzen Sie sich jetzt rein. So, okay, setze ich mich rein. Dann gibt er mir ihre Hände so und sagt, jetzt halten Sie es fest. Und dann musste ich die Hände festhalten und sagte, bitte schauen Sie zu, dass sie sich nicht schlägt. Und dieses Kind war vernarbt von oben bis unten. Und ich dachte, was passiert jetzt hier? Die haben mich gerufen, damit sie, wenn sie nach Hause bringen, wenn sie einen Anfall kriegt oder wenn sie sich selbst zerstören will, dass ich sie davon abbringen soll. Ich bin jetzt nicht der Schwächste. Habe auch ein bisschen mal trainiert. Schon lange Zeit ist es her. So, ich saß da. Da war ich noch ein bisschen jünger, noch kräftiger. Ich saß da und wir sind gefahren. Das war vielleicht eine Fahrt von 45 Minuten. Ich fasse euch die Kurzfassung zusammen. Am Ende hatte ich Muskelkater. Sie hatte eine Kraft gehabt. Ich habe mich gefragt, woher kommt das? Ich weiß, woher es kommt. Dieses kleine Mädchen, es war ein indisches Kind. Ich saß da und ich merkte, hier ist etwas anderes als dieses Mädchen. Ich merkte, da ist eine andere Kraft, die kann nicht so stark sein. Die ist so dünn und die ist stärker fast wie ich. Und ich in dieser Zeit, ich betete. Ich fuhr und ich betete. Und in dem Moment, als ich betete und den Namen Jesu betete, flippte sie aus. Ehrlich. Und sie wollte sich gegen die Scheibe mit dem Kopf schlagen. Sie flippte sich aus. Sie flippte aus und ich musste stark halten. Das war meine erste Erfahrung mit sowas. Und zwar nicht damals irgendwo in Judäa, das war bei uns im Stuttgarter Raum. Und ich merkte, das ist Realität. Es gibt Menschen, ja auch heute, und mir war der Kontext bewusst. Da war ein besessenes Mädchen. Und sie hat sich selbst zerstört, permanent. Oder andersrum, der Dämon hat sie selbst zerstört. Das Zeugnis von Markus ist, wir haben einige Berichte in ähnlicher Weise. Ich war jung im Glauben, ehrlich, ich war sehr jung im Glauben. Und diese Erfahrung, die hat mich Furcht gelehrt. Diese Erfahrung zu merken, dass das Realität ist. Und dass welchen Auswirkungen der Name Jesu wirklich in diesem Kontext hat. Und glaube mir, der Dämon hat gemerkt, dass da was nicht stimmt, als ich da reinkomme. Da habe ich nichts gesagt, da habe ich nicht laut gebetet, habe nicht den Namen Jesu ausgerufen. Aber in mir ist der Geist Gottes, in ihr ist ein Dämon. Das funktioniert nicht mit nebeneinander. Hier passiert
im Markus-Evangelium haben wir so eine, oder in den Evangelien, aber immer so eine geballte Konzentration. Nur nebenbei, bis ich Zivildienst gemacht habe, habe ich keine Ahnung gehabt, wie viele, allein in meinem Umkreis, wo ich wohne, wie viele Menschen krank sind, behindert sind oder in diesem Zustand sind. Man sieht es ja nicht. Als ich anfing, sie zu fahren, merkte ich, dass an jeder Ecke ich sie abholen muss. Man hat sie tagsüber nirgendwo gesehen. Aber trotzdem in diesem Maße, wie wir es in den Evangelien haben, haben wir es nicht. Warum? Als Jesus auf diese Welt kam, als er sich einen Ort ausgesucht hat, Bethlehem, und als er sich einen Landstrich ausgesucht hat, Judäa und Jerusalem und Samaria, als er da unterwegs war, hatte Satan, der Teufel, alles mobilisiert, was er hätte mobilisieren können. Er wollte dieses Unterfangen, er wollte dieses Projekt von Anfang an sabotieren. Der Teufel ist nicht allgegenwärtig. Die Engel sind nicht allgegenwärtig, denn sie sind nicht Gott. Sie sind genauso gebunden an einen bestimmten Raum. Und wenn das ein geistiger Raum ist. Kennt ihr die Daniel-Stelle, wo Daniel betet und ein Engel zu ihm kommt? In Daniel 9, in Daniel 10 ist das. Und der Engel sagt, du, ich wollte zu dir das sagen, aber der Fürst von Babylon hat mich gehindert, zu dir zu kommen. Wir haben gekämpft, hat sich ein paar Tage verspätet. Da kam Michael, hat mir geholfen, jetzt bin ich in Berlich geworden. Das heißt, in der Engel befindet sich ebenfalls eine Zeitraum in einer anderen Weise als in unserem materiellen. Aber es gibt eine Himmelswelt, eine geistliche Welt, gegen die wir kämpfen, sagt Paulus. Das heißt, in dieser Zeit, als Jesus da war, hat der Teufel so viel es geht auf diesen knappen, auf den kleinen Teil dieser Weltkugel alles versammelt, was er aufbringen konnte. Darum gab es so viele Besessene zu der Zeit Jesu. Wenn man die Evangelien liest, hat man den Eindruck, dass ja an jeder Ecke einer, gell? Das ist der Grund. Warum ist es der Grund? Weil er alles dafür einsetzen musste, dass Jesus nicht das tun kann, was er tun will. Von Anfang an nicht. So beginnt es. Aber eines der Machtdemonstrationen ist, Jesus kommt und sie fallen ihm zu Füßen. Und sie wissen, wer er ist. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Heilige Gottes. Und wenn er sagt, ab mit euch, dann müssen sie gehen. Und dann sagen sie, aber wenigstens, gib uns einen Ort. Gib uns irgendeinen Körper. Weil die können ja, um sich in dieser Welt zu manifestieren, brauchen sie etwas von dieser Welt. Und dann sagen sie, guck mal, da gibt es ein paar Schweine. Sag ich, okay, Schweine könnt ihr haben. Wisst ihr was, Schweine wollten sie nicht mal haben. Die Schweine haben sich selbst umgebracht. Katastrophe. Ihr kennt das ja, oder? Schon mal gehört? Mit Sicherheit. So, es ist eine Machtdemonstration. Es ist eine Bestätigung, wer Jesus hier wirklich ist. Und das wird in Markus, es gibt wirklich daran viele Dinge, die passiert sind, aber Markus sucht bewusst Dinge aus, an denen das wirklich absolut deutlich wird. Geht mal mit wieder Kapitel 1. Wir kehren zurück. Oder wir gehen mal weiter, nicht zurück. Nur nebenbei, in Kapitel 1, Vers 14, diesen Abschnitt bin ich kurz übersprungen, 14 bis 20. Und der Grund liegt darin, weil wir da die erste Berufung der Jünger haben. Da muss man explizit nochmal drauf eingehen, also zu einem späteren Zeitpunkt. Aber hier, was ich euch sagen möchte, ist, nachdem Jesus öffentlich auftrat und vom Vater bestätigt ist, und bevor er dann anfing, seinen Dienst zu tun, hat er das als erstes was getan, hat sich Jünger berufen. Warum? Warum an diesem Punkt? Weil diese Jünger mussten später die Zeugen von all dem sein, was sie dann erleben werden. Sie müssen später von diesem Evangelium weitererzählen, und zwar in der ganzen Welt. Also müssen sie von Anfang an diese Dinge miterleben. Und Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes waren die Ersten, die von Anfang an dabei sein sollten. Das war der erste Kreis. Von diesen vier waren dann drei ganz eng bei Jesus. Immer ganz eng bei Jesus. Sie galten dann später als die Säulen in der Gemeinde. Und Jesus beruft sie von Anfang an. Warum? Er sagt, ich zeige euch, wer ich bin. Ich bringe es euch bei. Sie haben noch keine richtige Ahnung gehabt. Wisst ihr, sie haben sich nur über eins gefreut. Dann kommt ein Rabbi und sagt, kommt mir, folgt mir nach. Wisst ihr, dass es ein Privileg war? Wer waren diese? Fischer. Nach was haben sie gestunken?
nach Fisch. Das waren nicht die in Jerusalem. Das waren die nicht die exklusive Schicht. Das waren nicht die in den super Bekannten und Familien, aus denen man dann die Hohepriester berief und die sich dann untereinander förderten und so weiter. Das waren ein Durchschnittsvolk, das waren Fischer in Galiläa, die haben so einen Akzent gehabt, den haben die anderen nicht verstanden. Das waren Ungebildete. Als Petrus und Johannes vom Hohen Rat später steht und dann reden, dann sagen sie, guck mal, das sind die doch aus Galiläa, die mit Jesus waren. Das sind doch die Idiotos. Also übersetzt, das heißt, das waren doch die Idioten. Das sind doch die Dummen. Das, so galten die. Und jetzt kommt mal, Jesus kommt und sieht diese Hansels da und sagt, kommt mir nach, ein Rabbi. Glaubt mir, die sagten nicht, oh nein, lieber arbeiten hier beim Papa an den Netzen und weiter stinken oder in eine Schule eines Rabbi zu gehen. Das war ein Vorrecht. Und die Eltern haben wahrscheinlich gesagt, was, unsere Kinder? Unsere Kinder dürfen zu einem Rabbi? Denn es ist so gewesen zur damaligen Zeit, man musste sich bewerben. Ha, nicht nur zur damaligen Zeit. Man musste hingehen und sich bewerben. Und der Rabbi hat einen Test gemacht. Was steht in 5. Mose 21? Was steht in Johannes 3,16? Fing einfach an. Er prüfte sie. Das ist jetzt nicht relevant, ich sag nur. Er prüfte sie und dann sagte, okay, ihr seid würdig, mir nachzufolgen. Doch, mir scheint, ihr seid fit, ihr seid intelligent. Er hatte einige Tests mit denen dann der Rabbi gemacht und sagt, okay, weil später steht mein Name hinter euch und wenn ihr dann irgendwas tut, und dann heißt es, seine Schüler, also die müssen schon etwas leisten können. Jetzt kommt ein Jesus und wie sucht er seine Schüler aus? Guckt er, haben sie einen guten Familienhintergrund, finanziell gut abgesichert? Schaut er, dass sie intelligent sind, dass sie fit sind in der Schrift. Er holt irgendjemand vom See Genezareth. Und als Jesus sie fragt, ist das ein Privileg? Es ist ein Privileg. Man kann sich bei Jesus den Platz nicht verdienen. Man kann sich es nicht erarbeiten. Man folgt dem Ruf. Und da beginnt das Erste, was Jesus tut, bevor er öffentlich anfängt zu lernen, er ruft. Er sagt, kommt mir nach. Und wisst ihr was? Ich mache euch zu Menschenfischern. Genug mit den Fischen. Ihr werdet andere Fische fangen. Große Kapitale. Ja. Ihr werdet Menschen fangen. Und zwar nicht mit List, sondern mit dem Evangelium. Und damit sie in der Lage wären, später das zu tun, müssen sie eine 3-jährige Ausbildung machen. Und er nimmt sie 3 Jahre mit. Ersten 10 Kapitel Markus Evangelium ist die Ausbildung der Jünger Jesu, was es bedeutet, das Evangelium von Jesus weitersagen zu können. Sie müssten wissen, was ist der Inhalt des Glaubens, von dem sie Zeugnis doch ablegen sollten. Und Jesus bringt ihnen bei, Freunde, nicht Zeichen und Wunder, wer ich bin und was ich tue. Ihr müsst das ganze Evangelium, sie müssen es erst selbst erleben, sie müssen selbst durchgehen, sie müssen selbst verstehen, sie müssen selbst bekommen haben, um dann später den anderen das davon weiterzugeben. Ein bekannter Theologe, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ist Johannes Calvin, nicht Markus, sondern Johannes Calvin, wegen dem man die Calvinisten schimpft. Er hat gesagt, wenn du selbst nicht brennst, kannst du niemanden anzünden. Wenn du selbst für das Evangelium nicht brennst, wenn Christus nicht in dir ist und dein Herz für ihn brennt, wirst du nicht in der Lage sein, anderen anzuzünden. Also hat Jesus 3 Jahre lang in ihnen das Feuer angemacht. War schwer. War viel nasses Holz dabei. Und da war wenig Sauerstoff, wo das Feuer brennen konnte. Wenig Geist. So musste er einiges tun. Und er hat es geschafft, so ist er in der Lage, dass das Herz in denen, dass sie dann gebrannt haben. Und sie in der Lage waren, das Evangelium hinzutragen, das wir sogar heute hier hören können und lesen können und weitergeben können. So beginnt er hier mit ihnen die ersten Lektionen. Und das Erste, was sie lernen, ist was? Das Erste, was sie mitbekommen, ist was?
die Vollmacht Jesu, dass er Macht über Dämonen hat. Glaub mir, die staunen nicht schlecht. Aber die lernen nicht nur das. Als Petrus gerade und Johannes, Andreas, also die Brüder und Jakobus und Johannes mit ihm gerade unterwegs waren, geht Jesus mit ihnen nach Hause. Schaut mal, Kapitel 1, Vers 29. Im Markus-Evangelium. Genau. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Also sie gehen zu ihnen nach Hause, zu ihnen nach Hause. Haus ist in dem Sinne eine Wohngemeinschaft. Das war ein Hof abgetrennt und dann gab es mehrere Wohnungen. Dann hat die ganze Generation in diesem Haus sozusagen unter einem Dach gewohnt. Die Schwiegermutter Simons, also Petrus war schon verheiratet zu der Zeit. Die Schwiegermutter des Simons aber lag fieberkrank. Und hier würde Lukas uns sagen, was das für eine schwere Krankheit war, weil er war ein Arzt. Fieberkrank danieder und sofort sagen sie ihn von ihm. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. So, was haben wir hier? Nachdem Jesus also seine Vollmacht bewiesen hat in der Lehre, seine Vollmacht bewiesen hat unter Dämonen, beweist er seine Vollmacht in wie? Über Krankheiten. Ohne jetzt mal im Detail das anzuschauen, was passiert, wie es passiert, das ist auch ein herrlicher Abschnitt. Aber hier erstmal, dass wir den roten Faden verstehen. Jetzt sucht Markus ganz bewusst Stellen und sagt, schaut mal, er hat jetzt nicht nur die Vollmacht über Dämonen, auch über die Krankheit. Und schaut mal, er heilt sie nicht so. Er betet für sie und legt die Hände auf und so nach 3 Tagen merkte sie, oh, langsam wird es besser. Und nach einer Woche kam so langsam die Kraft zurück und nach einem Monat war sie in der Lage, auch mal was zu Hause zu machen, wieder aufzuräumen und nach einem halben Jahr war sie fit genug. Sondern was Jesus macht, das wie Jesus heilt ist, sie war fieberkrank, sie war letztendlich fast todkrank. Sie steht auf und was macht sie? Sie dient ihnen, sie kocht. Sie hilft. Wenn Jesus heilte, dann ist das Zeugnis fast immer, und ich zeige euch noch, wo nicht, fast immer, immer sofort. Und wenn er nicht sofort heilte, dann hat es einen Grund gehabt. Es ist nicht, die Machtdemonstration war absolut klar. Da war jemand aussätzig, Jesus rührt ihn an und sagt, sei geheilt, und er war sofort. Sofort. Da war jemand blind, Jesus sagte, du sollst sehen, und er sah sofort. Nur bei einem Mal nicht sofort, und das zeige ich euch nachher. Warum nicht da? Bei einer Heilung musste Jesus 2-mal ran. Warum? Das zeige ich euch noch. Ein herrlicher Abschnitt. Aber grundsätzlich, wenn Jesus etwas getan hat, da war es sofort da, da war keine Entwicklung. Wenn jemand zum Beispiel, da war einer, der war stumm. Und als Jesus ihn dann geheilt hat, ist er dann nicht so, hat er gemerkt, oh, guck mal, ich kann wieder reden und dann musste er die Sprache wieder lernen oder so. Hat er dann Lokopädie besucht. Nein, er konnte sofort reden. Einer, der von nie sehen konnte, konnte auf einmal, das heißt, der Sehnerv und alles, was kaputt war, war in einem Nu wiederhergestellt. Wer kann sowas machen? Der Schöpfer. Darum geht's. All diese Wunder haben ein Anliegen, zu zeigen, Jesus ist Gottes Sohn. Er ist Gottes Sohn und somit ist er selber was? Gott. Und um das zu beweisen, werden die Eigenschaft Gottes und Gottes Werk und Gottes Wirken an diesen Wundern deutlich gemacht. Dann, ab Vers 32, ich gehe mal so ein bisschen ganz grob einfach mit euch durch, also in dem Tempo schaffe ich es natürlich nicht komplett durchs Markus-Evangelium, aber ich will am Anfang euch hineinnehmen, weil da werden so diese Basics uns gezeigt. Jetzt ist wichtig, der nächste Abschnitt macht uns Folgendes. Auch wenn jetzt Markus uns zeigt, dass, was Jesus getan hat, wer er ist, und er hat durch Zeichen, Wunder, Bestätigung und diese Dinge bestätigt, sagt uns Markus, Freunde, aber begreift eins. Die Zeichen und Wunder hat Jesus nicht getan, nur weil er in erster Linie Mitleid mit Menschen hatte. Er hat sie aus ganz anderen Gründen, also die Priorität, wozu ist er eigentlich in diese Welt gekommen? Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, weil er gesagt hat, es gibt so viele kranken Menschen.
Es gibt so viele Blinde, es gibt so viele Lahme, es gibt so viele mit Fieberkranke, es gibt so viele Besessene. Ich muss ihnen helfen. Dazu kam Jesus nicht in dieser Welt. Wenn das so wäre, dann wäre sein Vorhaben ziemlich stark gescheitert. Denn sein Wirkungskreis, worauf hat er sich begrenzt? Auf Jerusalem, auf Judäa, Galiläa und ein bisschen Samaria. 10 Städtegebiet noch, das war's. Aber die Welt ist ein bisschen größer, gell? Was ist mit allen den anderen Menschen dann gewesen? Das heißt, das Anliegen Jesu, in diese Welt zu kommen, war nicht in erster Linie, dass die Hungernden Brot bekommen, dass die Durstigen Wein bekommen, dass die Lahmen gehen, Blinde sehen, sondern all diese Taten sind nur deswegen passiert, um zu zeigen, wer Jesus ist. Der Fokus ist Beweisführung. Das ist, darf ich so sagen, ich erlebe, sehe und höre oft, dass wir ein Sozialevangelium haben. Das heißt, das Christentum wird auf ein soziales Engagement reduziert. Und mittlerweile, um 70, im Jahr 70 war noch eine Lausanner Erklärung der Evangelisationsbewegung unterschrieben worden, dass wir den Auftrag haben, in die Welt hinauszugehen, das Evangelium zu verkündigen, weil die Kirche das lange vergessen hat, das zu tun. Heute sagt man, wir sollen nicht predigen. Wir sollen nicht lehren. Wir können nicht das behaupten, sondern wir müssen uns sozial engagieren. Wir müssen die Welt positiv verändern, indem wir gute Dinge tun. Brunnen bauen, Sozialstationen aufrichten, Kleider spenden, Essen geben. Das ist unser Dienst. Und wundern uns, warum Kraftlosigkeit da ist. Das ist nicht der Auftrag. Nochmal, wir tun diese Dinge nicht, weil das unser Auftrag ist, in erster Linie. Wir tun diese Dinge, um das zu bestätigen, was wir sagen. Und Jesus tat, er kam in diese Welt. Und warum kam er? Ich möchte euch etwas kurz zeigen. Schaut mal ab Vers 32, ich lese euch diesen Abschnitt. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Wisst ihr, warum am Abend? Weil sie arbeiten mussten. Fast. War Sabbat. Und da darf man niemand tragen, gell? Überlegt man mal, wegen ihr, jetzt wird uns deutlich, was für eine Religiosität sie haben. Das heißt, wegen ihrer Religion könnten sie Menschen nicht helfen, weil sie nicht tragen durften. Wenn man überlegt, ihre Religion hat sie dazu gehindert, Menschen zu Jesus zu bringen. Erst, wenn ihre Religion den Rahmen geschaffen hat, nämlich am Abend. Das war es, ab dem Moment, wo die Sonne unterging, war der Tag vorbei. Also kamen sie aus allen Löchern. Jetzt durften sie. Vorher durften sie nicht. Denn dann würden sie gegen das Gesetz verstoßen. Überlegt euch mal das. Sie würden eher einen Esel retten als einen Menschen. Wenn ein Esel in den Brunnen fällt, würden sie ihn rausholen. Aber wenn ein Mensch krank ist und Hilfe braucht und man ihn zu Jesus bringt, dann würden sie warten, bis die Sonne untergeht. Das illustriert mal, was für eine falsche Selbstgerechtigkeit und was für einen falschen Glauben sie hatten. Und so bringen sie alle zu Jesus. Jesus in seiner Barmherzigkeit sagt nicht, und jetzt kommt ihr erst zu mir, wieso so spät? Nein, er nimmt sie an, er heilt sie, Vers 34, und er heilte viele an mancherlei Krankheiten, Leiden und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Er sagt, es ist noch nicht Zeit. Es ist noch nicht Zeit, die Leute würden mich nicht richtig verstehen. Sie würden sich nur wegen den Zeichen wundern, an mich hängen und nicht wegen dem, was ich wirklich bin. Also hat er sie verboten. Aber interessant, gell? Und sie kannten ihn. Erstaunlich. Nochmal bestätigt, sie kannten ihn. Also er hat das viel, am Anfang sehr viel von diesen Dingen getan. Und jetzt Vers 35. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. So, Jesus, da sind ganz, ganz, ganz viele Menschen, sie wollen zu dir. Was würden wir machen? Ja, genial, das hat funktioniert, die Werbetour hat funktioniert, die Leute sind neugierig, sie wollen jetzt alle kommen. Ah, jetzt müssen wir die Gunst der Stunde nutzen. Und müssen alle evangelisieren. Jesus macht genau das nicht. Schaut mal, was er macht. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen.
Lass uns anderswo in die benachbarten Marktplätze hingehen, damit auch ich dort, und jetzt versteht bei euch, predige. Freunde, ich will dahin gehen, wo ich noch nichts gepredigt habe. Er sagt nicht, damit ich dorthin gehe und heile. Denn da gibt es auch noch ein paar Kranke. Damit ich dorthin gehe und predige. Und dann sagt er, denn dazu bin ich ausgegangen. Das ist meine Berufung. Wozu ist Jesus in diese Welt gekommen? Um zu, das erste ist predigen. Was predigen? Das Evangelium. Um zu verkündigen. Um ihnen die gute Botschaft zu erzählen. Aber, und er ging und predigte in den Synagogen, was glaubt ihr, wie viele da Dämonen ausgeflippt sind? In ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Weil die Synagogen voll davon waren. Er predigte, lehrte und als Bestätigung tat er das, was er tat. Aber das heißt, gleich am Anfang wird uns klar gemacht und den Jüngern gezeigt, die kommen zu ihm und sagen, Jesus, super Gelegenheit, viele Menschen sind da. Jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Und Jesus sagt, Freunde, ich bin nicht dafür da, ich bin da, um zu predigen. Und es gibt noch einige Orte, da muss ich hin und geht mit ihnen. Das heißt, da lernen die Jünger schon die Priorität. Um was geht's eigentlich? Und ich sage es nochmal, diese Priorität ist in unseren Tagen verloren gegangen. Es wird so viel Schwerpunkt auf Aktionen und Beweisführung gelegt, dass es kaum Platz für das Wort Gottes ist. Wisst ihr, warum ich gerne hier bei euch bin? Und was mich begeistert und mich freut, dass ihr so viel Zeit euch dafür nehmt. Manche würden sagen, okay, will ich kommen, dann Freitagabend so 20 Minuten Einführung, weil es ist schon spät, dann Samstag eine Einheit und Sonntag eine Einheit. Und dann denke ich, okay, ist schon, ich würde kommen, aber 500 Kilometer, ein bisschen wenig. Ich werde eingeladen, für Gottesdienste zu predigen und man sagt, bitte nicht länger wie 25 Minuten. Mehr können die Leute nicht aufnehmen. Dann sage ich meistens ab, weil ich sage, da habe ich gerade meine Einleitung fertig. Und dann habt ihr nicht viel davon. Ist nicht gewöhnt. Absolut nicht gewöhnt. Man kennt es gar nicht. Ein Drum und Dran, alles wird aufgeboten, eine Riesenshow abgezogen. Aber das Eigentliche, um was es eigentlich geht, was Macht hat, nämlich was Kraft hat. Denn das Evangelium ist Gottes Kraft. Für die, die da glauben. Zuerst den Juden, dann den Heiden. Aber wisst ihr was? Wir haben den Glauben an das Evangelium verloren. Wir haben den Glauben verloren, dass das Evangelium in sich selbst die Kraft hat. Und deswegen haben wir angefangen, dieses Evangelium etwas aufzupimpen. Aufzubessern, aufzuwerten. Wir müssen es ein bisschen schmücken. Wir haben gedacht, wir müssen es interessanter machen, dass die Leute, die ja eh blind sind, es besser sehen können. Das machen wir. Und wir pusten das auf und denken, aber wenn wir das sagen, was Jesus übrigens gesagt hat, dann wird es niemand mögen. Also lassen wir das lieber weg. Stattdessen müssen wir einfach so ein paar gute Sachen. Weißt du was, das Evangelium ist eine gute Nachricht. Also das wollen wir natürlich, eine gute Nachricht will ja jeder hören. Und die nur gute Nachricht ist die, erstens, Jesus kann dir helfen. Hast du ein Problem? Weißt du was, wenn dir Wein fehlt, du weißt schon, wen du dich wenden kannst. Wenn dir Brot fehlt, was du dich anwenden kannst. Ich übertrage es mal. Hast du Probleme in der Familie? Jesus kann dir da helfen. Finanziell Schwierigkeiten? Jesus ist fähig. Hast du ein Problem mit den Freunden, mit deinem Partner, mit Pickel, mit deinem Aussehen? So wird geworben, Jesus kann dein Freund sein, Jesus kann... Nicht, dass Jesus das alles nicht sein kann, aber darum ist er nicht in diese Welt gekommen. Das ist nicht die gute Botschaft. Aber so pimpen wir sie auf. Geht mit mir nur ganz kurz zurück. Nur, dass ihr euch nicht, dass ihr mein Prinzip der Auslegung versteht. Ich habe ein Ziehharmonika-Prinzip. Kennt ihr Ziehharmonika? Man zieht es auseinander, man zieht es zusammen. Und in dieser Bewegung entsteht erst die Fähigkeit, das Ding zu spielen. Man muss immer die Weite haben,
Und dann immer wieder zurück ins Einzelne. Dann immer wieder zurück und so. Und in dieser Bewegung bekommt man die Feinheiten, aber auch immer das Ganze im Blick. Und von daher, lest mal mit mir nochmal Vers 1, Kapitel 1, Vers 14. Kapitel 1, Vers 14. Habt ihr das? Und nachdem Johannes überliefert war, ich habe es heute Morgen euch schon erklärt, Johannes wird festgesetzt, der letzte alttestamentliche Prophet, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Schaut mal, nachdem der alttestamentliche Prophet fertig ist, kommt jetzt das Evangelium von Jesus und Jesus beginnt. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was ist das Erste? Jesus beginnt das Evangelium zu verkündigen. Was ist das Erste, was er sagt? Tut Buße. Mit denselben Worten hat übrigens auch Johannes der Täufer angekündigt. Richtig, denn das ist die Botschaft der Propheten gewesen. Das war die Vorbereitung. Aber was bedeutet Buße tun? Es ist nicht auf den Beichtstuhl oder so. Was ist das Buße tun? Über was Buße tun? Was ist eigentlich das? Das erklärt Markus. Was müssen wir glauben? Was für einen rettenden Glauben brauchen wir, um gerettet zu werden? Was für einen Glauben brauchen wir, um gerettet zu werden? Und der beinhaltet, dass wir ein richtiges Verständnis haben von Buße. Das ist das Erste. Wenn wir nicht verstehen, warum wir Buße tun müssen, werden wir die gute Nachricht nicht begreifen. Dann gibt es keine gute Nachricht. Und Jesus bringt kein soziales Evangelium. Das macht er nicht. Das macht er nicht. Er hat seine Zeit, dazu bin ich gekommen, um was zu tun? Um zu predigen. Um zu predigen. Und dann, wir kehren wieder zurück und gehen wieder an Vers 40, begegnet ihm der erste Aussätzige. Zumindest erwähnt Markus den ersten Aussätzigen. Wisst ihr, für was der Aussatz steht? Für die schlimmste Krankheit, die es damals gab. Ausgeschlossen sein, ganz genau. Und nicht nur ausgeschlossen sein, sondern warum wurden sie ausgeschlossen? Warum ist diese Krankheit eine ausschließende Krankheit? Ansteckend, sehr gut. Das heißt, jeder Kontakt mit denen ist gefährlich. Darum sind es, nur nebenbei, steht Aussatz auch für Gericht Gottes über den Menschen. Ein Beispiel findet ihr an der Schwester von Mose. Als sie rebelliert, wird sie aussätzig und muss ausgeschlossen werden aus dem Lager, bis sie wieder gesund ist und Mose für sie eintritt und sie zurückkommt. Kann man nachlesen. So, Aussatz steht im Prinzip und ist ein Bild eigentlich für die Sünde. Was die Sünde mit uns macht, so wie der Aussatz den Menschen hässlich macht, entstellt, korruptiert und zerfallen lässt, so, das macht die Sünde. So wie die Sünde uns ins Abseits stellt, und so wie jeder Kontakt mit der Sünde einen sündig macht, steht der Aussatz repräsentativ dafür. Jetzt passiert aber Folgendes. Jetzt kommt da ein Aussätziger und niemand will ihn berühren. Gell? Allein, dass er kommt, ist schon ein Tabubruch. Da kommt ein Sünder in die Kirche und alle regen sich darüber auf. Was hat er hier verloren? Wisst ihr, was Jesus macht? Ich lese euch ab Vers 40. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Es geht um die Reinigung. Und zwar, wenn du willst. Was sagt er nicht? Ich will. Ich habe einen Anspruch. Es steht mir zu. Du musst es tun. Wo ist die Gerechtigkeit? Wieso habe ich diese Krankheit und die andere nicht? Das schaffe mir recht, mach mich gesund, ich will auch so sein wie die. Das ist Hochmut. Hier kommt einer in Demut und sagt, Jesus, wenn du willst, wäre schön, wenn du willst, aber wenn du willst, du kannst mich reinigen. Es geht um die Reinigung. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Und er war innerlich bewegt. Jesus war bewegt, weil er merkt, guck mal, da hat jemand einen Glauben und eine Ausrichtung, die das Herz Jesu bewegt. Nicht Stolz, nicht Arroganz, nicht Anspruch, nicht Selbstgerechtigkeit. Und er streckte seine Hand aus und rührte ihn an. Ja, warum das denn?
Für die Leute drumherum Katastrophe. Nicht nur, dass Jesus sich der Gefahr des Aussatzes ausgab. Wisst ihr, wenn ein Jude einen Aussätzigen und geschweige nur seine Kleider berührte, was durfte er dann nicht mehr? Er durfte nicht mehr im Tempel, nicht mehr opfern, hatte keinen Anteil an ihrem religiösen System. Zumindest für eine Zeit lang, bis er sich die Zeit der Reinigung, richtig? Und was macht Jesus? Der Sohn Gottes. Er fasst ihn an. Und wisst ihr, er musste ihn nicht anfassen. Er könnte nur sagen, sei gesund. Aber er will ihn anfassen. Nicht nur, dass er die Nähe zu den Sündern sucht. Nicht nur, dass er die Nähe zum Menschen sucht. Er fasst ihn an. Und jetzt sagt, damit zeigt er etwas. Wenn wir mit Sünde in Kontakt kommen und mit Sündern, dann werden wir sündig. Es ist so. Da wird der Sünde nicht besser. Aber wisst ihr was? Wenn Jesus Kontakt mit dem Sünder kommt, dann wird der Sünder besser. Und Jesus nicht Sünder. Wie geht das? Weil er Sohn Gottes ist. Jesus wird nicht krank. Und Jesus ist gekommen, um uns Sünder anzurühren, damit wir rein werden. Damit wir rein werden. Was für eine herrliche Wahrheit. So, der Fokus ist auch wiederum nicht in erster Linie auf der Heilung. Ich hoffe, ich nerv euch nicht damit, wenn ich das permanent sage, aber ich will das so tief ins Herz, weil dann sind wir oberflächlich bei den ganzen Geschichten. Irgendwann mal, alles klar, da kennen wir die Geschichten. Eine Heilung, die Heilung. Hier geht es, damit wir verstehen, warum wird diese Geschichte erwähnt? Um was geht sie? Was will er uns vermitteln? Warum gerade diese Begebenheit? Die nächste Begebenheit ist, bin ich mir sicher, ist euch bekannt. Kennt ihr die Geschichte, die Begebenheit, als vier Freunde einen Gelähmten durchs Dach gelassen haben? Es ist auch eine bekannte Geschichte. Das ist Kapitel 2. Bevor wir sie lesen, was denkt ihr, um was geht es da? Jetzt habt ihr schon ein bisschen die Idee, so ein bisschen den Faden aufgenommen oder den Lauf. Was ist die Geschichte, was ist die Botschaft von der Geschichte, dass vier Freunde einen Gelähmten nehmen, das Dach durchbrechen, ihn zu Jesus bringen? Seine Sünden vergeben werden. Seine Sünden vergeben werden? Ich war früher Pfadfinder. Oder ich bin Pfadfinder. Man ist einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder, aber nicht mehr aktiv. Und ich kann mich noch erinnern, als wir einen Pfadfinder-Gottesdienst machen sollten. Und dann kam die Leitung zu mir und sagte, Willi, kannst du predigen? Und haben gesagt, wir würden gerne, weil Pfadfinder, und das Motto ist ja allzeit bereit. Immer helfen. Und das ist ein gutes Beispiel, wie man anderen hilft. Und wir würden gerne das zeigen. Und das ist unsere Botschaft, wir sollen andere Menschen zu Jesus bringen. Und jede Hindernis können wir ausräumen. Und selbst wenn es uns was kostet und selbst den Ärger von Leuten, die das Haus gebaut haben, wir nehmen es in Kauf und brechen alles durch und bringen Menschen zu Jesus. Das war die Botschaft, ich soll darüber predigen. Ich habe gesagt, mache ich nicht. Wie nicht? Ich habe gesagt, weil das nicht die Botschaft ist. Und das sage ich auch als Pfadfinder. Die Geschichte ist nicht, wie bringen wir Menschen zu Jesus? Und dass die Hindernisse nicht der Punkt ist. Aber was ich höre Haufen Predigten darüber, über diesen Text. Der Text ist sehr bekannt. Und gerade unter den Evangelisten ist der Text bekannt, weil man sagt, guck mal, lasst uns Menschen zu Jesus bringen. Ist das schlecht, Menschen zu Jesus zu bringen? Definitiv nicht. Aber das ist nicht die Botschaft der Geschichte. Ich möchte euch das zeigen. Die Leute bringen. Die Tür ist proppenvoll, sie kriegen es nicht hin. Also sie gehen ins Dach. Das Dach war gerade, also nicht so ein Dach. Und aus Lehm und Ästen gebaut. Und fangen an aufzubrechen. Machen das und lassen, bitte? Ja, die stehen da, alles fällt runter, sie merken, da passiert was. Erdbeben. Auf jeden Fall, die merken, die Leute sind da, da wird runtergelassen. Warum lassen sie ihn runter? Was ist das Anliegen? Was wollen sie? Warum machen Sie die ganze Mühe? Das ist ihn heil erstmal. Das ist ja richtig, gell? Das ist doch das Anliegen. Das ist das Denken. Die wollen, dass Jesus ihn heilt. Und das erwarten sie. Jetzt schaut mal, Kapitel 2, Vers 5. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind dir vergeben.
Ich kann mir vorstellen, dass die Freunde ganz schön enttäuscht waren. Sie bringen, damit er läuft, und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wir verstehen schon, was wichtiger ist, gell? Natürlich sind die Sünden vergeben, aber das ist noch nicht mal die Botschaft. Warum sagt er das? Warum kommt auf einmal, deine Sünden sind vergeben? Sonst hat er immer dann geheilt. Warum macht er jetzt nicht, er heilt ihn schon, aber warum sagt er zuerst, deine Sünden sind vergeben? Hier geht es darum, um uns zu zeigen, wer ist eigentlich Jesus? Und jetzt schaut mal, was passiert. Vers 6. Es saßen aber dort eben aber einige der Schriftgelehrten und überlegten in ihrem Herzen, was redet er so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Da sitzen Schriftgelehrten, Pharisäer. Und sie wissen, nur einer kann ja Sünden vergeben. Das ist ja Gott. Aber wenn Jesus sagt, ich vergebe dir deine Sünden, was macht Jesus da? Er sagt, ich bin Gott. Der ganze Aufbau ist ja zu bestätigen und zu beweisen, Jesus ist Gottes Sohn, er ist Gott. Und er sagt, er provoziert. Wir haben hier aber eine Frage, Verse weiter vorne. Die Leute kommen zu Johannes und dort wird ihnen auch, sie kennen ihre Schuld und er vergibt sie ihnen. Johannes vergibt nicht. Nein, aber lass uns ganz kurz hier bleiben und dann dieses. Johannes vergibt nicht. Das ist nicht seine Aufgabe. Nein, macht er nicht. Also er bereitet es vor. Er predigt die Taufe der Buße. Aber hab ein bisschen Geduld. Folgendes. Also, es sitzen Schriftgelehrten, Pharisäer. Wieder, es sitzt die religiöse Schicht der Juden. Und sie sagen, er lästert Gott. Die kämpfen für Gott. Und sie sagen, der macht sich zu Gott, wenn er das sagt. Und jetzt schaut mal, was passiert. Und er lästert Gott. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten. Wer kann das so merken, gell? Manchmal denke ich, es war schon gut zu wissen in meinem Geist, was sie gerade denkt. Dann wüsste ich, ob ich gleich sofort Pause machen muss oder nach Hause fahren. So, manchmal denke ich, es ist gut, dass ich es nicht weiß, sonst würde ich sofort nach Hause fahren. Jesus wusste immer, was die Leute über ihn dachten. Wer kann Gedanken lesen? Gott. Jesus weiß das. Wer ist er? Und dann heißt es, was überlegt ihr in eurem Herzen? Allein das. Er sagt, was habt ihr gerade gedacht, gell? Ihr habt wahrscheinlich gerade gesagt, ich lästere Gott, gell? Woher weiß er das? Hat man das bei meinen Stirn gelesen? Sie verstehen nicht, woher konnte das wissen? Dann sagt er, was ist leichter, zum Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf in dein Bett und geh umher. Was würdet ihr sagen? Jesus fragt sie, was ist leichter? Und was würdet ihr antworten, wenn ihr da, was ist leichter? Zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh. Warum ist das Erste leichter? Ja, du kannst es nicht prüfen. Jeder kann ja behaupten, er ist Gott und sagt, deine Sünden sind vergeben. Aber woher weiß ich, dass es vergeben ist? Gell? Wie kann ich es nachprüfen? Woher weiß ich, dass du die Autorität und die Vollmacht hast? Woher weiß ich, dass es wirklich stimmt? Reden kannst du viel, Jesus. Jesus sagt, okay, gell, es ist schon schwerer zu sagen, steh auf und geh. Es wäre schon ein größerer Machtbeweis, als zu sagen, deine Sünden vergeben. Ja, soll ich euch zeigen, wer ich bin? Sag, steh auf und geh. Und dann sagt er, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Damit ihr meine Vollmacht kennenlernt, sage ich, steh auf und geh. Warum hat Jesus dieses Wunder getan? Weil die so viel Mühe sich gemacht haben, das Dach kaputt zu machen? Weil dieser arme Kerl sein Leben lang gelähmt war? Nee. Jesus hat ganz bewusst sogar das Wunder so gemacht, dass darin deutlich wird, er ist Sohn Gottes. Nämlich, er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und er sagt, okay, ihr könnt nicht nachprüfen, ob ich Sünden vergeben kann. Nee, können wir nicht. Aber ihr könnt doch nachprüfen, ob ich sagen kann, geh, steh auf und geh. Soll ich euch das mal zeigen? Steh auf und geh. Und wisst ihr, was passiert? Es passiert!
Der Mann steht auf und geht. Was glaubt ihr, was in diesem im Moment bei den schriftgelehrten Pharisäern war, los war? So eine Scheiße. Mist! Statt dass sie sich gefreut haben, statt dass sie gedacht haben, oh Mann, da lagen wir komplett falsch. Oh Mann, das ist ja ein Wahnsinnsbeweis. Was haben sie gemacht? Ihr Herz wurde ein Stück härter. Schaut mal, wir denken, oh, wenn ein Wunder passiert, wenn ein Beweis kommt, dann werden Menschen glauben. Von wegen. Die nicht glauben, wisst ihr, die finden jeden Grund nicht zu glauben. Die haben sich, genau, und das, damit machten sie sich, machte Jesus sich nicht zu Freunden. Wenn man die Menschen von ihrer Sündhaftigkeit überzeugt, dann macht man sich nicht zu Freunden. Und was sagt die Schrift? Ein Weiser lässt sich zurecht, ein Kluger lässt sich zurechtweisen, er lässt sich ermahnen. Aber ein Narr wehrt es ab, lässt sich nicht zurechtweisen. Dumm ist, wenn man Jesus und seine Botschaft abweist. Jesus ist gekommen, und ich mache gleich Pause, ist schon Kaffeepause. Jesus ist gekommen, um den Menschen die gute Nachricht zu bringen. Und die gute Nachricht ist, es gibt einen Weg, dass Gott eure Sünden wegnimmt. Aber wenn man nicht begreift und versteht, dass man Sünden hat, dann ist die Nachricht für die Katz. Das Problem der schriftgelehrten Pharisäer, des jüdischen Volkes war, sie haben gedacht, dass sie keine Sünden haben. Sie haben gedacht, wir sind Juden. Wir sind das auserwählte Volk Gottes. Wir sind gerecht. Wir sind Kinder Abrahams. Uns kann nichts passieren. Gott ist gut mit uns. Von Jugend auf halten wir das Gesetz. Wir bemühen uns sehr. Wir zahlen unseren Zehnten. Wir gehen in die Synagogen. Wir lesen, wir hören, wir singen, wir beten. Sehr lange beten wir, an jeder Ecke beten wir. Wir machen das, was man machen muss. Wir verzehnten den alles. Wir sind gut, wir sind fromm. Wo liegt das Problem? Und Jesus sagt, einige Gesunden brauchen keinen Arzt, oder? Sondern die Kranken brauchen einen Arzt. Aber wenn der Kranke nicht versteht, dass er krank ist, dann wird er nie zum Arzt gehen. Er wird nie zum Arzt gehen. In meiner Familie haben wir gerade drei, also in meiner engen Familie, in meiner Familie größer noch mehr, aber in meiner engen Familie, meine Mutter, mein Bruder und meine Schwägerin haben alle Krebs gerade. Also die Schwägerin hat es überwunden für diese Zeit. Meine Mutter ist jeden Tag eine Gnade, dass sie noch lebt. Mein Bruder ebenfalls. Und ich denke oft, bei meiner Schwägerin zum Beispiel, sie hatte so einen Riesenklumpen hier drin. Und es war jahrelang was da und es wuchs und wir haben keine Ahnung gehabt. Erst dann, als er die ganzen Lymphen zugemacht hat und sie angeschwollen ist und man gesagt, was ist hier los? Und ich, wie oft habe ich gedacht, wie oft saß ich neben ihr und sie hatte das schon gehabt und ich ahnte das nicht. Wir haben Spaß gemacht, wir haben geredet, wir haben gemacht, wir haben was unternommen, aber sie war krank. Denn sie war nicht krank in dem Moment, wo man das festgestellt hat. Das ist gewachsen. Es war in ihr. Und dann dachte ich, was für ein Beispiel ist das? Die Sünde ist in den Menschen. Sie ist da. Und, so, und wenn er es nicht weiß, er lebt damit, er ist fröhlich, er macht, er hat keine Ahnung, was letztendlich am Ende diese Sünde mit ihm machen wird. Sie wird ihn töten. Und wenn man Menschen das nicht sagt, wisst ihr, was das ist? Wenn meine Schwägerin neben mir sitzen würde und ich wüsste es und ich würde es ihr nicht sagen, was wäre das? Fahrlässig und sogar lieblos, oder? Ich würde sie in den Tod laufen lassen.
Oder sie zumindest so weit, ich würde merken, ich bin krank, dann würde ich sagen, oh, wusste ich schon. Ja, vielen Dank. Hättest du mir früher gesagt, dann hätte ich mir einiges ersparen können. Richtig? Es ist absolut lieblos. Wir sagen heute, wenn wir den Menschen von ihrem geistigen Tumor erzählen, von ihrer Sünde, dass das lieblos wäre. Weil dann würden sie sich ja angegriffen. Sie sind dann vielleicht erschreckt und sagen, was bildest du dir ein? Ich bin nicht krank. Menschenfeindlich, intolerant, welche Begriffe wir auch heutzutage dafür verwenden. Ich sage, das ist lieblos. Wenn Sie sagen, lieblos ist, dass man den Menschen sagt, ihr seid Sünder, dann sage ich, nein, lieblos wäre es, Ihnen nicht zu sagen, denn es kommt der Tag. Dann ist es zu spät, dann kann man diesen Tumor nicht rausholen. Es kommt der Tag, dann ist es vorbei. Dann gibt es keine Behandlung. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, ist dieser Tumor weg bei ihr. Aber der Schaden ist lang, die Lebensdauer ist nicht hoch mehr. Das ist so nah beim Herzen. Wie fahrlässig ist es? Kommt der Tag, dann war es das. Und es ist fahrlässig, es nicht zu sagen. Es ist fahrlässig, es ist lieblos, es nicht zu sagen. Es geht um in erster Linie, und am Anfang wird klar, Jesus macht am Anfang deutlich, hier geht es nicht um Heilungen. Hier geht es um das Eigentliche, Sünden vergeben. Ihr wollt, dass euer Freund läuft. Ja, es ist gut, er wird auch laufen. Aber ich sage euch, das Erste, was wichtig ist, ist, dass seine Sünden ihm vergeben sind. Ist weit wichtiger, als ob er laufen kann oder nicht. Darum geht es nämlich. Das wird von Markus gleich zu Beginn geklärt, festgehalten und festgemacht. Hier in den Gelebten, bevor sie ihn runterlassen, steht hier also im neuen Leben, als Jesus ihren Glauben sah. Mhm. Also von den, eigentlich von den Fünfen. Genau, von den Vieren zumindest. Von den Vieren. Von den Freunden, genau. Ja. Also haben wir ja schon an ihn wirklich. So, richtig gut, aufmerksam gelesen. Warum sagt Markus das? Warum erwähnt er das? Das war erwähnt nicht. Warum macht er das? Er sagt, sie haben einen Glauben gehabt. Aber was für ein Glauben? Sie haben geglaubt, Jesus kann gesund machen. Ja, warum haben sie das geglaubt? Haben sie doch ein paar Mal vorher erlebt. Richtig? Ja. Jetzt sagt Jesus, okay, das glaubt ihr. Ist schon gut. Das ist der erste Schritt. Weil ihr glaubt, dass ich es tun kann. Aber ab dem Moment, wo er sieht, sie glauben das Erste, sagt er, jetzt gehen wir das Nächste. Es reicht nicht zu glauben, dass Jesus nur gesund machen kann. Er sagt, das ist zu kurz. Schaut mal, das ist nicht falsch, aber das ist zu kurz. Man muss weitergehen. Dieser Glaube, den sie da hatten, ist noch lang nicht fertig. Da muss noch einiges dazukommen. Wir sind gerade Kapitel 2, Vers 16. Es kommt noch einiges dazu.